toll. Von der Seite ja, von vorne wieder nein. Ich sehe mich ja von der Seite eigentlich nie, aber ich bin versucht, das hier am ehesten noch von allen zu mögen, rein optisch. Ist aber irgendwas, was mir von der Seite gefällt so richtig? Das ist so hässlich, ganz ehrlich. Wie ich gerade aussehe, ist einfach nicht hübsch. Aber ich bezweifle, es steht doch irgendwo hier, dass das meine Werte irgendwie ändern dürfte. Es müsste einfach so bleiben, wie es ist. Ich wäre ein bisschen größer, also per se, aber... Die Zähne ja so rausgucken, gefallen mir nicht wirklich, weil sie ein bisschen bescheuert aussehen. Nicht wie ein Nagetierzähne, aber es ist so... Toll. Nee, aber ich glaube, ich mache echt diesen hier. Ja, das passt für mich am besten. So, sieht auch am ehesten noch so aus, wie das, was man halt von den Intros und so kennt. Also, zack. Ach, ein Bierpunkt ausgeben, aber ja. Ach, meine Musst Güte. Du da wirklich hingehen? Jetzt sehen wir besser aus, liebe Leute. Jetzt sehen wir wirklich besser aus. Jetzt fragt man sich natürlich, ob man unendlich davon bekommt. Das sieht wieder doof aus irgendwie mit dem Riesenkopf, aber egal. Aber der Hut passt trotzdem nicht besser. Ich dachte, mit dem großen Kopf passt der Hut besser, aber nein. Jetzt sehen wir auch wie ein Eichhörnchen. Oder ein Erdmännchen oder keine Ahnung was. Hm. Jetzt wirkt der Kopf echt gigantisch. Eben gerade war es voll niedlich und hübsch, und aber das jetzt wieder... Hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Komm, was Stärke. Dich nicht umbringt. Ah ja. Trotzdem besser als vorher irgendwie. Nur halt, naja, hauptsächlich anders. Geht immer noch irgendwie besser, denke ich, vielleicht in dem Spiel, aber für den Moment ist das wohl das Einzige, was mir so... Naja, egal. Da kommen wir nicht lang, ja? Da ist auch nichts zu holen, wie es aussieht. Aber hey, jetzt wissen wir, wofür wir Biopunkte noch ausgeben können, für Aussehensveränderungen. Wünschte ich jetzt sowas früher im Spiel gehabt. Weil kann man sich jetzt tatsächlich am Spiel anfangen... Da geht's doch weiter da vorne. Am Spiel anfangen aussehen lassen, wie man will. Und dann nachher halt ummodellieren. Ist ja dann egal. Ich will da rauf. Ansprung? Müsste eigentlich reichen dafür. Jawohl. Da geht's doch auf jeden Fall... Hallo. Mist, ist auch was. Hier, Wandsprung. Ja. Aha. Überragende Beute. Wo komme ich denn hier hin? Ist bestimmt ein Ort, wo nicht auch andersrum hätte hinkommen können, oder? Ja, sieht so aus. Na, eine Leiter ins Freie. Also ich habe gerade den falschen Weg genommen, aber wenn es geht, dann geht's. Also es ist echt definitiv ein Wandsprung, den man macht, wo sie abstößt. wäre ich hier jemals reingekommen, da wo ich jetzt gerade drin bin, und komme ich hier wieder raus? Ja. War schon ein bisschen versteckt. Aber ja, wir haben immer noch einiges zu holen hier in diesem Gebiet. Auch wenn ich es mir gerade nicht anzeigen lassen kann, aber ich weiß das. Bestimmt der Schnellreisepunkt da vorne, oder? Ah! Totem. Sieh mal an, hier liegt was Schrottiges herum. Einen Blipplop-Behälter habe ich noch. Brauchen können. Und einmal überragende Beute müsst ihr noch finden können. Da auf dem Dach ist was. Wie komme ich hier aufs Dach? Vielleicht über diesen Weg? Nö. Nicht direkt. Leider zieht man sich ja nicht, spielt nicht an den Kanten hoch. Das ist natürlich noch eine Option, dann sowas zu erklimmen, so eine Dingensens, aber ist nicht. Bin ich von außen vielleicht da irgendwie rauf? So von hier zum Beispiel? Nee, ich denke eher nicht. Hallo, ich komme mal hier rauf. So. Andererseits mit dem Wandsprung könnte es funktionieren. Nee.
Da war der Wandsprung nicht dicht genug dran gewesen. Hier sehe ich auch keine Möglichkeit. Ach, guck mal da. Ich meine, ich gucke erstmal außen, dann gehe ich nochmal rein, probiere es von drinnen, weil ich würde schon schätzen, dass ich eher von innen rankomme als von außen. Aber dann habe ich zumindest außen abgesucht und kann das eindeutig ausschließen, wenn ich es erstmal habe. Was glaubst du, wie viele solcher Tage die Welt noch hat? 2 oder 3, schätze ich mal. Wieso? Hast du es eilig? Nee, hier ist absolut kein Ort, an den ich sehe, wo ich da reinsteigen könnte. Außer eben vielleicht das hier. Wie gesagt, aber das wollte ich ja gerade nicht. Und da ist ja auch eine Kante oben, dass ich selbst wenn ich einen Wandsprung hinbekomme, käme ich da oben gegen. Und das wäre nichts. Das ist so eine Art Spinnenschutz wie in Minecraft, ne? So ein Absatz von der Wand. Aber wie komme ich denn da hin? Eine Leiter ist hier nirgendwo. Gehe ich hier unter? Ich kann gar nicht tauchen, stimmt ja, ist ja Quatsch. So, ja, ich würde sterben, wenn ich da im Wasser platsche. Toll, ne? Da muss doch eine Leiter sein, oder was? Das kaputt hauen? Irgendwas. Also, was wäre neu, so eine Art Rätsel in dem Spiel? Irgendwas über den Haufen schießen und dadurch einen Weg freiräumt. Das sieht doch sehr danach aus, wenn es dafür gemacht wäre, darauf zu kommen, aber. Ne. Ich springe hier nicht so hoch. Ach Mann, oh, so schon gar nicht. Er hält sich halt nicht fest, das ist es nicht. Das ist ja die einzige Sache, die ich hier drin sehe, die mich annähernd auf eine höhere Ebene bringen könnte. Wie gesagt, der Wandsprung bringt sich halt auch nicht. Da ist das Ding jetzt da wieder im Weg. Höchstens hier, aber das ist... Nee. Kann ich hier einen Wandsprung dann machen, am Rohr? Das geht. Aber da muss ich von höher springen, das schaffe ich wiederum nicht. Oh Manno! Guck mal, da ist so ein Seil. Kriegt mir aber auch nichts. Ich übersehe da bestimmt irgendwas Offensichtliches, oder? Ich will da rauf! Verdammt nochmal! Vor allem ist es ja auch ganz oben auf dem Dach drauf, gar nicht mal... Also selbst wenn ich hier rauf komme, ich muss aufs Dach oben rauf, da sehe ich auch gar keinen Zugang von hier, merke ich gerade. Also jetzt, wenn ich jetzt rauf käme, ich käme nicht aufs Dach. Das heißt, ich muss doch irgendwie von außen wahrscheinlich rauf. Oh Mann. Tja, wenn ich besser auf Bäume klettern könnte, aber das ist halt nicht der Fall. Tja, da ist das Gebiet zu Ende. Das ist doch wieder... Herz allerliebst hier. Verdammt. Vielleicht kann ich von irgendwo einem hohen Punkt, zum Beispiel da oben, wenn ich darauf käme, einfach rüber segeln. Das wäre noch eher eine Wahrscheinlichkeit, die ich gerade als Option habe. Ich komme da nicht rauf, egal was du machst. Bäume kann ich, wie gesagt, nicht hochklettern. Und ich sehe auch keinen, wo ich es versuchen könnte, wo es sich überhaupt lohnen würde, das zu versuchen. Ich meine, wird er beim Springen sofort den Gleiter auspacken, ne? Wäre es was anderes, aber er braucht ein paar Sekunden. Da fehle ich natürlich drastisch an Höhe bei solchen Sachen dann, um das versuchen zu können. Aber hier ist nichts, wie ich raufkommen könnte. Wie gesagt, Baumklettern gibt es nicht, sonst wäre es hier... Durchaus eine Option, dieser Baum. Aber es ist kein Assassin's Creed. Und weiter ist nicht, wenn wir raufkommen. Und doch dieser Baum hier. Oh! Oh! Aha. Aha.
So weit, so gut. Ich muss da drüben irgendwie raufkommen. Das hier ist die beste Chance, die ich bisher habe. Aber ich sehe es nicht wirklich. Aua. Ah, da war ich fast drauf, glaube ich. Vom Baum abgestoßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, aber vielleicht klappt es trotzdem. Nee. Aber auch wenn ich da jetzt drauf... Doch, ich glaube, von da käme ich weiter durchaus. Wie gesagt, das hier ist eine Sackgasse, da komme ich nicht weit. Ich habe tatsächlich dann bloß die Chance, über diese Ecke da noch raufzukommen. Ich kann mal hier raufstellen und das mal genau kontrollieren. Kann ich nicht mal. Das hier ist also absolut nicht zum Draufstehen gedacht, denn ich falle einfach durch und bin dann da, wo ich jetzt bin. Komme ich da rauf? Ne, falle ich auch durch. Ach. Ach Mensch. Pass auf, am Ende ist auf was ich oben finde, nicht mal was Wichtiges für meine Einsammelsache. Falls da jemals raufkommen sollte, merke ich dann, oh nein! Ist einfach nur irgendwas Randommäßiges. Ach komm, ich geb's auf, das bringt's nicht. Das bringt's einfach nicht. Ich versuche mal irgendwie da oben drauf zu kommen. Oh, achso, jetzt wird das. Darauf zu kommen, auf den Schornstein. Wenn das möglich ist, komme ich von da aus bestimmt drüber geglitten, aber alles andere sehe ich einfach nicht. Das war gerade eine gute Chance, aber war meiner Meinung nach und meines Erforschens nach nicht nutzbar. Also Chance ja, umsetzbar nein. Da unten war ich, ja, richtig genau. Es fehlen trotzdem noch zwei Sachen hier, nicht nur eine Sache. Zwei Sachen fehlen mir noch. Einmal beragende Beute und irgendwas war noch. Ist hier der Ausgang zum Bereich? Dann gucke ich mal ganz kurz nochmal nach. Es wird mir angezeigt, wenn ich den Bereich verlasse und wieder reingehe, immerhin. Bin ich immer noch im Bereich? Lieber, was von der Farbe Grün noch übrig ist. Mache ich gleich wieder. Überragende Beute und Bioblob. Also den Bioblob-Behälter müsste man noch irgendwo sehen können. Der ist doch halbwegs auffällig. Aber ich komme hier, glaube ich, auch gar nicht rauf. Nee, kannst du vergessen. Von da aus rübergleiten, das ist nicht drin. Biobehälter noch finden. Ich meine, ich brauche die nicht unbedingt, weil die Biopunkte nicht so super überragend wichtig sind. Es sei denn, ich würde mein Aussehen noch 10-mal anpassen wollen vielleicht. Aber selbst das ist ja aktuell theoretisch drin. Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse es einfach sein, weil ich habe später hier 30 Minuten in diesem Gebiet gewartet und ich wollte eigentlich... Naja, fast 30. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen was spielen und nicht nur wieder sowas machen. Also komm, wir verlassen jetzt diesen unseligen Ort. Ich komme da oben eh nicht rauf. Es wurmt mich und ich will da unbedingt drauf, aber ich weiß nicht wie. Das ist echt na, nicht so ideal. Ah, achso, ist der Wegpunkt. Und auch wuppig, bis ich diese Bio-Sache nicht eingesammelt kriege. Weil das ja theoretisch auch eine Sache ist, die man, theoretisch wie gesagt, die man noch ein bisschen mehr nutzen kann als so ein Item. War ich hier schon? Ah. Hä? Hä? Das heißt, gleich hier baue ich nochmal? Hier oben ist nichts drauf. Tatsache. Nee, kann. Da wird mir nichts angezeigt oben. Hä? Es ist aber. Nein, es ist das Gebäude. Ist das Beute irgendwas Ding? Ist doch ein anderes. Da war nämlich keine. Guck einer an. Copy and Paste Gebäude. Okay. Ach, guck an. Das Gebäude und das Gebäude. Verstehe. Okay. Also, er hat exakt genauso gebaut. Und auch hier komme ich dann garantiert nicht rauf. Ja, guck mal, dann das ist auch kein Weg darauf zu kommen. Auch da sind die Dinger hingestellt. Tja. Das ist ja auch lustig irgendwie. Das Licht zieht sich zurück. Aber egal, wir gehen jetzt hier raus und ziehen uns vor allem wieder eine vernünftige Hose an. Bevor ich das vergesse.
Da, Einzelgängerhose. Hammer. So, da vorne sehe ich auch schon ein Totem. Ja, müsste eins sein.